Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Was für ein Wochenende, was für ein C-Day. War nicht schlecht. Ihr hattet viel Erfolg, wie ich gesehen habe. Ich hatte auch Erfolg. Checkt das Video nochmal ab. Erfolg und Spaß. Ja, was soll man sagen? Der kleine Account ist Level 40 geworden. Und den schauen wir uns jetzt genau an. Viele haben auch schon gefragt: Hey Hong, spielst du den noch weiter? Was passiert jetzt mit dem? Natürlich spiele ich ihn weiter. Es war ja kein Ziel von mir, dass er Level 40 wird. Der ist jetzt einfach Level 40 geworden. Und das schauen wir uns genauer an. Aber es war halt nie ein Ziel von mir. Ich habe nie gesagt, hey, ich mache jetzt einen neuen Account und versuche den auf Level 40 zu bekommen. Level 40 war einfach ein Nebenprodukt. Ich habe den nicht viel gespielt, ich habe den nicht viel gelevelt, nicht viel gefarmt. Habe jetzt nicht extra Level 40 angesteuert. Es kam echt wirklich nebenbei einfach die Sachen gemacht. Also allgemein in letzter Zeit, in den letzten paar Monaten, ja, habe ich den eigentlich gar nicht gespielt. Also kaum. Habe den freien Raid Pass gemacht. Eine Quest erledigt, Geschenke aufgemacht von euch Zuschauern und das war's eigentlich. Mehr habe ich echt nicht gemacht. Und jetzt hat er einfach 21 Millionen. 22.08. hat er angefangen. Das sind ungefähr 8 Monate. Wir schauen uns mal die Statistik von ihm an. Was hat er alles auf Gold? Er hat nicht mal den Pokédex voll. Ich habe ein paar Sachen nicht entwickelt für ihn. Wobei hier hat er Pogenta und so, glaube ich nicht, aber Pokédex schauen wir uns gleich noch an. 12.000 Pokémon gefangen, 12.109. Also zum Vergleich, Dimi hat um die 40.000 gefangen. Also über 30.000, ich glaube Richtung 40.000. Und er ist Level 39 oder 38. Alles nur durch Raids und beste Freunde und Glücksei. Echt heftig. Entwicklung 729, Alter, das ist gar nichts. Er entwickelt echt nur das Minimum. Ein paar Dex-Einträge und dann das, was er halt über hat. Stops gedreht, 3.620. Joto, okay. Bären, 1325. Alter, die meisten Bären schmeißt immer weg, weil er sitzt nicht mal in der Arena. Seit Ewigkeiten kümmere ich mich nicht mal um die Arena für ihn. Um die 50 Münzen. Verteidigungsstunden, 2795. Das Traurige ist, ich habe nur ein bisschen mehr als das Zehnfache. Einfach nur, weil er rot ist, Mann. Wäre er gelb, er hätte wahrscheinlich unter 1000. Pokédex Höhen. Beste Freunde, 36. Wir rechnen das hoch. Mal 200.000, das sind einfach 7,2 Millionen. Plus nochmal 3,6 Millionen für Hyperfreunde auf dem Weg. Das sind einfach über 10 Millionen, fast 11 Millionen EP. Und das ohne die 3.000 und 10.000 Punkte. Sondern nur die 50.000 und 100.000 mal 2. Aber es sind ja auch noch die 3.000 und 10.000 Punkte. Getauscht hat er eine Menge für mich. Das war's aber auch schon. Kilometer wird demnächst irgendwann geknackt. Alter, er läuft irgendwie so 11 Kilometer oder 17, also unter 20 in der Woche. Also mit dem knacke ich nie irgendwas. Eier gebrütet. Free to, ah ja, der ist komplett free to play. Wieso auch sonst, wieso sollte ich da Geld reinstecken in den? Ja, und dementsprechend brütet er sehr, sehr wenig. Zudem ist er halt nie an und Adventure Sync funktioniert irgendwie nie bei dem. Oder sehr, sehr schwach, keine Ahnung wieso. Aber ja. Kämpfen tut er auch nicht viel. Sehr selten, wo ich ihn mal in der Arena setzen muss. Also meistens setzt er sich nur rein. Sehr seltene Fälle, wo er sich in der Arena erkämpfen muss, wo alles halt gelb ist oder wenn es blau ist, ja, dann kämpft er auch. Also da kämpfe ich meistens und dann den letzten Kampf macht er, damit er sich reinsetzen kann, wenn es blau ist. Radfratz, keine Ahnung. 50, also. Es gibt nicht mehr so viele Radfratz wie damals. Pikachu 88. Legendary Raids, da ist er gar nicht so schlecht mit dabei. 254. Auch ein paar hunderter legendär hat er. Die sehen wir gleich noch. Er macht halt seinen freien Raid Pass. Und alle Münzen, die er bekommt, die gibt er nur für Pässe aus. Quest. Eigentlich nur die Quest jeden Tag und dann halt Quest Day oder sowas. Oder irgendwelche Quests, die mich interessiert hatten. Zum Beispiel den Kader oder sowas. Der Gotaktür, wo ich die noch Lucky gebraucht hatte. Kilometer, ja. Kilometer interessiert eigentlich keinen. Sinnoh Pokédex. Große Carpador. Da fängt eigentlich kein einziges Carpador. Also die kriegt er nie voll. Cognito 4 und zwar die vier Buchstaben von der Mag. MAG Ausrufezeichen. Der hat immer noch ein paar Ausrufezeichen am Start, falls irgendjemand tauschen will. Normale Rates 79, hier und da mal. Shinox, Flunkiefer, Absol. Das Zeug, was ich halt alles Lucky gebraucht hatte. Und ja, damit habe ich auch aufgehört bei ihm. Trainieren macht er überhaupt nicht. Und PvP macht er überhaupt nicht. So. Interessiert euch das hier unten? Wahrscheinlich nicht, er hat eh nicht viel gefangen. Was hat er nicht auf Gold? Ne, er hat alles auf Gold, immerhin. Zu sogar Drachen.
Alles wegen Dratini und Kindwurm C-Day. Arenen hat er sogar ein paar auf Gold. Wir schauen mal. Vier goldene. Das sind halt hier die vier. Zwei X-Ray Dagen, der Steingurm natürlich. Und der Klangdino. Und dann natürlich die Gondel da direkt vor der Haustür. Das können wir uns noch anschauen. Hier zum Beispiel 16,8 Kilometer und es ist Montag. Also in 17 Minuten kommt die Adventure Sync Belohnung und hat 16,8 Kilometer. Freunde! Ja, ihr wisst, der Code ist irgendwo. Ich habe den in dem Video. Jeder kann ihn mir schicken. Ich akzeptiere jeden. Die Sache ist halt nur, ich verrate ihn nicht nochmal. Also wer den kleinen N will, der muss auf so eine kleine Schatzsuche gehen, Schnitzeljagd, und das Video finden mit dem Code. Wer den Code hat, der kann einfach eine Anfrage senden und dann wird er geaddet. Und es kommt auch immer wieder hier und da mal eine Anfrage. Bloß wenn ich den Code jetzt nochmal veröffentlichen würde, dann würde der halt gesprengt werden. Deswegen finde ich es ganz cool mit dem Video, wo es irgendwann mal erwähnt wurde. Jeder, der sich die Mühe macht und das findet, der wird halt dafür belohnt und der kommt sicher auf die Liste. Aber ja, keine Angst, alle, die mit ihm befreundet sind, ihr werdet noch weiter gelevelt. Ich werde den nicht aufhören, also ihr braucht ihr nicht zu löschen. Die EP, die gönne ich euch. Aber wir schauen mal, was er so alles hat. Sein Team. 100er Kyogre auf Max. Sollte ich mal vielleicht umbenennen. So, sein erster legendärer 100er. 2 Mewtwo 98 hat er. Bei dem ging es ab. Er hat nicht viele Mewtwo Rates gemacht, aber 2 98er. Groudon, der war nicht schlecht, irgendwie 93, 96, irgendwie sowas. Lucky Dragoran, einfach nur weil es Lucky ist und billig war. IV unbekannt. 3 Glocken, einfach nur weil der schon Max war. Und IV sind schrecklich. Das war ein Lizaros von alten Zeiten, hatte ich immer in der Arena. War halt Max oder fast Max. Habe ich rübergetauscht und ja. IV sind noch schlechter geworden, aber alte Erinnerung, 3 Glocken. Das war die Arena damals, die hieß so. Und ich habe meine Pokémon immer nach der Arena benannt. Damit ich wusste, falls sie sterben, hey, aus welcher Arena sind die gefallen. Weil damals konnte man das nicht nachschauen. Das war so mein System und der war, also das Rizeros war immer in 3 Glocken. Monate. Grüße gehen raus an Milos und sein Gebiet. 3 Glocken, also Rizeros war halt richtig schlecht. Ich wollte ihn nicht wegschmeißen, also habe ich den einfach hier rüber getauscht. Despotar, weil es Lucky ist. Metagross, weil es Shiny ist. Palkia, der war nicht schlecht, ich glaube 96 oder 98 sogar. Gagados war Lucky und der war schon Max, als ich ihn rüber getauscht habe. Einmal unter 98 vom C-Day. Eine Menge Gagados hat er, weil ich habe einfach die ganzen alten Gagados von damals, die ich nicht mal gebraucht hatte, rübergeschickt, rüber getauscht. Noch ein Kyogre hat er angefangen zu pushen, ich weiß gar nicht wie hoch der war, aber war solide. Hier. 100er Latias, auch angefangen zu maxen, aber noch nicht ganz. Ein Lucky, warum einfach weil er Lucky ist. Ein Lucky Mammut, einfach weil er Lucky ist. Und das war's dann an sich auch schon. Der muss noch gemaxt werden hier. Oder zumindest so weit wie möglich gepusht, weil er hat natürlich nicht viel Staub. Er zockt nicht viel, farmt nicht viel. Dementsprechend ist Staub natürlich eine Mangelware bei ihm. 96er hat er, Mehmetal. Hier, 98er Gigatina. Das hätte ich gern gehabt. So, schauen wir uns mal um noch ein bisschen. 100er Celebi natürlich. Wer kann diesen Moment vergessen? Alter, so unerwartet, so heftig. Sonst hat er eigentlich nicht so viel am Start. Noch bei Incognito. 100er Gekkoball gefangen und entwickelt vom C-Day. Check das Video ab. Das war auch ein guter C-Day. Shiny Meltan. Ansonsten nicht wirklich viel am Start. Hier die ganzen Übergäste. Ah ja, und das hier. Shiny Issu hat er gebrütet. Habe ich mir nicht drüber getauscht bisher. Was sich gelohnt hat, weil jetzt kann ich es mir garantiert Lucky rübertauschen irgendwann. Falls ich mal mit dem Lucky Freunde werde. Aber das war's eigentlich. Viel zocken tue ich mit dem nicht mehr. Was kann ich euch noch zeigen? Beutel 350, nicht aufgestockt. Das war's eigentlich auch schon wieder. Ja. Wie wird es weitergehen mit dem? Genau wie bisher. Ich mache eure Geschenke auf, versuche mit euch zu leveln. Er macht seinen freien Raid Pass. Vor allem ist er ziemlich hilfreich, wenn hier in den Gruppen mal nicht genug zustande kommt. Dann ist er halt schon eine kleine Unterstützung. Duo-mäßig, also Duo-Raids oder so, dafür ist er nicht gut genug aufgestellt. Dafür zocke ich ihn nicht genug.
dass er da irgendwie klasse Teams aufbauen kann, damit ich irgendwelche Duel-Rates schaffe, aber muss er auch nicht. Aber ein Update wird wahrscheinlich nie wiederkommen. Das ist das letzte Update, Level 40 geworden. Mehr interessiert eigentlich auch nicht. Er wird minimal weitergezockt, also wirklich minimal. Viele Leute haben damals gesagt, hey Hong, wieso bist du so süchtig, wie kannst du den so schnell leveln? Das hat jetzt 8 Monate gedauert und er hat echt jeden Tag das Minimum gemacht. Ich wüsste nicht, wie ich noch weniger hätte zocken können. Also, süchtig zocken ist für mich was anderes. Aber das war's von mir, Leute. Der zweite ist jetzt Level 40. Ist er noch der Kleine? Für mich schon, aber für die meisten nicht mehr. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.